Vor 5 Minuten, Helene Fischer hat sich dafür entschuldigt, Beatrix Egli und Florian Silbereisen das süße Abendessen verdorben zu haben. Willkommen auf dem Kanal mit freundlicher Genehmigung von Prominenten. Klicken Sie auf die Schandfläche Abonnieren, um die neuesten Nachrichten von uns zu erhalten. Vor kurzem summte die Online-Community mit der Nachricht, dass Helene Fischer, ein berühmter deutscher Star, sich dafür entschuldigt hat, dass sie das süße Abendessen von Beatrix Egli und Florian Silbereisen ruiniert hat. Neuesten Informationen zufolge haben Beatrix und Florian im April eine Party in ihrem Haus veranstaltet, um Beatrix Geburtstag zu feiern. Die Party wurde ruiniert, als Helene unerwartet auftauchte und beiden Unbehagen bereitete. Nachdem Helene Fischer viel Kritik von der Online-Community erhalten hatte, beschloss sie, sich für ihre Taten zu entschuldigen. Auf ihrer persönlichen Seite schrieb sie: "Es ist mir sehr peinlich und es tut mir sehr leid, was passiert ist. Ich verstehe, dass meine Handlungen eine wichtige und besondere Party für Beatrix und Florian ruiniert haben. Ich entschuldige mich dafür und verspreche, dass das in der Zukunft nicht mehr passieren wird." Nicht alle akzeptierten Helenes Entschuldigung. Einige halten ihre Handlungen für unbewusst und inakzeptabel. Sie argumentieren, dass Helene eine respektvollere Haltung gegenüber anderen einnehmen und lernen muss, Abstand zu Menschen zu halten, zu denen sie kein gutes Verhältnis hat. Inzwischen haben Beatrix und Florian noch keine offizielle Reaktion auf diesen Vorfall erhalten. Fans von den beiden haben ihre Frustration zum Ausdruck gebracht und gesagt, dass Helene mehr tun muss, um ihre Taten wieder gut zu machen. Es ist ersichtlich, dass dieser Vorfall viele Kontroversen auslöst und eine Spannung unter den Fans berühmter deutscher Stars hervorruft. An sich Helene Fischer öffentlich für ihr unfreundliches Vorgehen entschuldigte, drückten viele ihrer Fans ihr Mitgefühl aus und akzeptierten diese Entschuldigung. Sie glauben, dass Helene Fischer einen guten Charakter gezeigt hat, indem sie Verantwortung für ihr Handeln übernommen hat. Es gibt immer noch Leute, die Helene Fischers Entschuldigung nicht akzeptieren. Sie halten ihre Taten für unverzeihlich und treffen die Partei von Beatrix Egli und Florian Silbereisen. Einige Leute schlugen sogar vor, dass Helene Fischer bei dieser Veranstaltung nicht erscheinen sollte und dass sie sich von den Aktivitäten von Florian und Beatrix fernhalten sollte, um in die Zukunft keine anderen Probleme verursachen. Ungeachtet der Meinung der Fans ist der Vorfall auf der Party von Beatrix Egli und Florian Silbereisen so eine der meist diskutierten Geschichten der deutschen Unterhaltung geworden. Es ist auch eine Lektion für Prominente, wie man sich richtig behandelt und die Privatsphäre des anderen respektiert.